Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit dem Software-Waffen. Heute werden wir die MP5 auspacken. Welche MP5 werdet ihr gleich sehen? Aber erstmal will ich euch was ganz schön Süßes zeigen und ich habe noch einen Witz für euch. Und zwar fährt ein Vampir auf dem Fahrrad und wird von der Polizei angehalten. Die Polizisten fragen ihn dann so: Haben Sie was getrunken? Der Vampir dann so: Ja, zwei Radler. Das wollte ich euch zeigen. So süß, Johnny schläft. Oh, jetzt dreht er sich immer so. Der dreht sich so schön um, wenn man ihn dann streichelt, wenn er schläft. Er ist so im Tiefschlaf. Und Bella ist ein bisschen wach. Ich habe gerade ein kurzes Mittagsschläfchen gemacht. Bin ich aufgewacht, lagen die Katzen mit im Bett. So süß. Okay, packen wir die MP5 aus. Das hier ist das gute Stück mit Trommelmagazin. Da bin ich mal gespannt. Falls ihr keine Software-Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr noch mehr Software-Videos sehen wollt. Ey, findet ihr das komisch, wenn mein Daumen so gebogen ist? Also manche Menschen haben ja so einen Daumen, aber manche Menschen können den auch so weit nach hinten biegen. Mit dem anderen kann ich das übrigens auch machen. Früher wurde ich in meinen Videos immer gefragt: Ey, was ist mit deinem Daumen los? Hast du dir den gebrochen oder was? Nein, Mann, ich kann die einfach so weit biegen. Meine Gelenke sind so, meine Fingergelenke. Packen wir das Teil aus. Der Preis ist heiß, denn das Ding kostet fast 50 Euro, 49,99 oder sowas um den Dreh. Soll weniger als 0,5 Joule haben, also ist ab 14 Jahren geeignet. Ansonsten kann man hier auch schon sehen, da passen ins Magazin 380 Kugeln rein. Ey, bei der P90 stand auch, da passen 400 Kugeln oder sowas rein, aber wie das Ding dann geballert hat, das war eine pure Enttäuschung. Aber ich denke mal, hier wird es heute besser laufen. Ich denke mal, man kann hier auch auf Einzelschuss stellen, Einzelschuss. Oder vollautomatisch, also entweder so bam, bam, bam oder brrrt. Bin ich mal gespannt, wie gut das funktionieren wird. Ansonsten, ja, machen wir mal hier den Deckel ab. Die Bedienungsanleitung, die ist auf jeden Fall richtig geil. Alles auf Chinesisch. Ich kann überhaupt nichts lesen, aber nicht so schlimm. Hier ist noch so eine andere Bedienungsanleitung mit dabei. Und was ich hier witzig finde, hier drauf, aber auch auf der anderen, hier ist die MP5 einfach mit so einem langen Magazin, nicht mit dem Trommelmagazin. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja, mit im Lieferumfang enthalten ist hier so ein Gurt. Dann haben wir so ein paar Kugeln, aber die gelben, ja, die taugen nichts, ey. Ladegerät und der Akku ist hier. Hier haben wir das Trommelmagazin und hier haben wir die MP5. Ey, kann man die auch so schießen? Ich weiß nicht, ob man die so schießen kann. Nee, schade, ey. Ich hatte mal eine MP5, die konnte man elektrisch schießen, aber auch hier mit dem Nachladen. Und ganz früher hatte ich auch mal eine MP5, die konnte man überhaupt nicht elektrisch schießen, sondern nur hier laden. Die hatte übelst Power. Hier haben wir auf jeden Fall die Schulterstütze. Die kann man einfahren. Ey, eigentlich sollte man die jetzt einfahren können. Was ist denn da los, ey? Hängt das Ding oder was? Irgendwie ist das komisch. Ah, jetzt. Ich verstehe. Man muss... Was muss man? Man muss hier einmal drücken. Und dann gibt es hier noch einen Knopf bei dem Griff. Und dann kann man die erst einfahren. Also Doppelsicherung sozusagen. Kann man die auch noch weiter einfahren? Ah ja, man kann die auch komplett einfahren. Dann sieht das Ding ganz schön klein aus. Finde ich echt cool. Aber ansonsten zum Schießen Schulterstütze raus. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wo kommt der Akku rein? Das hier ist die nächste Frage. Ich glaube, man muss hier den Griff runter machen. Woanders kann ich mir nicht vorstellen, dass der Akku da reinkommt. Ich muss erst mal gucken, wie man den Griff hier abmacht. Oder vielleicht kommt das auch woanders rein. Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine gute Frage. Das Magazin kommt auf jeden Fall hier vorne rein. Das sieht ziemlich fresh aus mit dem Trommelmagazin, richtig geil. Ich muss mal gucken, wo der Akku reinkommt. Ah, ich habe es gefunden, so wie ich vermutet habe. Hier bei dem Griffstück, man muss das hier so runterziehen. Dann kann man das aufklappen und dann geht das hier ein bisschen schwierig. Ich nehme mal beide Hände dafür. Aber einfach drücken, dann kann man das hier abziehen. Akku stecken wir schon mal da rein. Also, das geht nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Das gibt einen kleinen Minuspunkt. Und tatsächlich, hier gibt es den Einzelschuss, einfach Sicherung rausmachen. Und das Ganze hat hier noch eine Doppelsicherung. Man kann erst schießen, wenn man hier diesen Knopf drückt. Also den drückt man so oder so, wenn man das so im Griff hat. Einzelschuss. Und wenn man Dauerfeuer machen will, einfach hochstellen und dann... Jawohl, ich freue mich. Machen wir wieder Sicherung rein und füllen das Magazin auf. 380 Schuss sollen da reingehen. Um das Ganze aufzufüllen, kann man hier einfach diese Klappe aufmachen.
zack, da hat man so ein kleines Loch und da kann man die langsam einfüllen. Jetzt wäre es ganz praktisch, wenn ich so ein, ich weiß gar nicht, wie diese anderen Teile heißen, ich habe hier nur so einen Beutel, aber da gibt es auch so, ja, wie nennt man das, wie so eine Kanne, kann man so reinkippen, habe ich leider nicht, deswegen muss ich gleich alles vorsichtig hier reinschütten, wird ein bisschen dauern. Ich zähle für euch mit, okay? Nein, mache ich natürlich nicht. Magazin ist rappelvoll. Machen wir es zu. Dann wird das hier reingeschoben. Zack. Und dann muss man hier einfach drehen. Ist ein High-Cap-Magazin. Dann spannen sich die Kugeln da ein. Und dann sollten wir auch schon losballern können. Und das werden wir auch sofort tun. So, Johnny Bella, kuschelt mal schön weiter. Ich gehe jetzt raus. Baller ein bisschen rum, das ist nichts für euch, ne? Also bis später. Oh, Johnny. Oh, Bella. Den Chronographen nehmen wir natürlich auch mit. Da können wir nämlich testen, wie viel Joule das Ding hat. Das wollen wir natürlich wissen. Meine drei Ziele stehen schon bereit. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Schutzbrille anziehen, denn Safety is number one first priority. So, alles klar. Da kann auch nichts schief gehen. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal ein paar entspannte Schusstests auf meine Pappkartons und mal sehen. Erstmal hier den Einzelschussmodus. Let's go. Ah, das ist schon mal ganz gut. Stellen wir jetzt mal auf Dauerfeuer. Da halte ich mal mit zwei Händen hier. Und 3, 2, 1. So, jetzt kommen kaum noch Kugeln raus. Das bedeutet, wir müssen hier mal wieder drehen. Damit die wieder eingespannt werden, die Kugeln. Muss man ab und zu machen. Wenn man so ein bisschen geballert hat, kann man das immer mal zwischendurch machen. Ich finde das richtig geil. Besser als wenn man ein Magazin wechseln muss oder so. Weil dann hat man einfach so 380 Schuss, die man komplett durchballern kann. Und dann muss man erst auffüllen. Wenn man so eine kleine Software-Schlacht macht oder sowas, reicht das auf jeden Fall aus. Okay, ich denke, das sollte reichen, um mal wieder ein bisschen zu ballern. Hä? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Was ist da los? Ah, jetzt. Oh. Erstmal das Haus abgeballert, jawohl. Oh, da kamen gerade zwei Schuss auf einmal raus. Das sieht doch gut aus. Also, ich kann hier schon sagen, im Vergleich zu der P90 kommen die Kugeln hier ordentlich rein, wie ihr sehen konntet. Das gefällt mir auf jeden Fall. Was mich hier so ein bisschen stört, ich habe das Ding gerade gedrückt, aber trotzdem kann ich nicht schießen. Also diese Sicherung, ich habe das Gefühl, die wird irgendwann nicht mehr so ganz gut funktionieren. Jawohl, Alter, das geht ab, ey. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einen Joule-Test und gucken, wie viel Power das Ding hat, die MP5. Dann wissen wir nämlich auch, mit was wir es hier zu tun haben. Das Gerät ist an, wir stellen jetzt auf Einzelschuss. Was mir aufgefallen ist, die Sicherung hier, die lässt sich schon ein bisschen schwer betätigen. Die läuft doch nicht so reibungslos, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, das wird nicht so lange halten. Also das ist ein weiterer Minuspunkt. Okay, machen wir erstmal Einzelschuss dadurch. Zack. Alles klar, ich zeige euch das Ergebnis. Also 0,21 Joule. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist ein bisschen besser als die P20, aber nicht viel besser. Ich würde mal sagen, als nächstes machen wir hier Dauerfeuer und dann jagen wir auch mal ein paar Kugeln durch und mal schauen, ob wir dann ein besseres Ergebnis erzielen. Nee. Auch 0,21, mehr geht da nicht. Okay, 0,21 Joule hört sich wenig an, aber wenn ihr euch das mal anschaut, da sind wir auf jeden Fall gut reingekommen. Und hier der Karton, der wurde auch gut abgeballert. Und hier sind wir auch richtig gut reingekommen. Das habe ich gesehen beim Schießen. Ich würde mal sagen, wir machen einen kleinen Schadenstest. Nehmen wir uns hier wieder so einen kleinen verschrumpelten Apfel. Den stellen wir da drauf. Ey, andersrum vielleicht. Jo, da hält er besser. Hier habe ich noch den vom letzten Mal. Der sieht auf jeden Fall noch besser aus als letztes Mal. Den stellen wir noch dazu. Und dann geht's los. Volle Kanone. Ratatatatatatat. Klappen wir noch die Schulterstütze hier aus. Tja, das geht auch ein bisschen schwierig. So.
Und dann ballern wir los hier. 3, 2, 1. Oh, ich habe einfach so lange Arme. Also die Schulterstütze, ja, die bringt nicht so viel. Ist ein bisschen blöd, also kann ich auch gleich weglassen. Oh Mann, die Aufnahme habe ich ein bisschen verkackt. Also hier hinten habe ich ganz schön oft reingeballert, wie man sehen kann. So langsam bohrt sich das dann durch. Hier vorne, das war die Slow-Motion-Aufnahme. Auf jeden Fall auch sehr schön. Da habe ich noch ein bisschen den reingeballert. Und ja, kann man schon machen, würde man auf jeden Fall spüren. Aber auf weite Entfernung ist das natürlich nichts. Ich denke mal, mehr Schadenstests müssen wir nicht machen. Das Ding hat nicht so viel Power. Jetzt kommt das Abschlussfazit. Also, 50 Euro kostet die. Auf den ersten Eindruck war ich ziemlich zufrieden. Aber was mich wirklich sehr stört, ist zum einen, dass die Schulterstütze nicht so gut rausgeht. Und zum anderen, die Sicherung hier, die geht auch nicht so ganz gut rein, raus. Also ich denke, nee, jetzt hängt es schon wieder. Hört ihr das? Schaut euch das an. Ich versuche es hier umzudrehen. Es hängt einfach. Und ich habe so das Gefühl, da ist auch schon was kaputt gegangen. Also richtig reibungslos läuft das nicht. Das gefällt mir nicht. Und diese Sicherung hier, manchmal hält man die so gedrückt. Dann schießt trotzdem nicht, muss man ihn noch so ein bisschen verrutschen. Ist ein bisschen nervig. Das Trommelmagazin wiederum finde ich richtig geil. Also kann man schön ballern. Ich habe auch das ganze Magazin jetzt leer geballert. Da ist kaum noch was drin, vielleicht 20 Kugeln oder sowas. Also im Großen und Ganzen kann ich euch diese MP5 nicht empfehlen, nicht ans Herz legen. Also da gibt es schon bessere elektrische Gewehre. 0,2 Joule ist jetzt auch nicht so stark. Also wenn man es auf der Schlacht macht, ich finde, da sollten mindestens 0,5 Joule drin sein. 0,4 Joule ist auch noch in Ordnung. Aber das ist einfach zu schwach, ey. Vielleicht als Nahkampfwaffe oder sowas, aber wenn du so 20 Meter entfernt stehst, bringt dir das auch nichts. Gut, das war's mit dem Review und Testschießen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bin etwas enttäuscht. Ja, kann man nichts machen, ne? Jetzt bin ich schlauer. Bis zum nächsten Mal, euer Johnny Hunt. Peace.